Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem neuen Bauteil von Hogwarts, nämlich dem Bootshaus. Insgesamt habe ich 10 Fakten darüber herausgefunden und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Fakt Nummer 1. Das Wichtigste zuerst, denn das Bootshaus, welches wir aus den Harry Potter Filmen kennen, kommt so in der Form tatsächlich auch nur in den Filmen vor. In den Büchern wird die Andockstation der Boote als unterirdischer Hafen beschrieben, der durch einen Tunnel erreichbar ist. Fakt Nummer 2. Wirklich in Kontakt zum Bootshaus kommen die Hogwarts-Schüler in der Regel nur einmal, und zwar vor ihrem ersten Schuljahr. Genauer am 1. September eines jeden Jahres, wenn sie mit den Booten über den Schwarzen See Richtung Hogwarts fahren. Eine Zeremonie, die nur den Erstklässlern gewidmet wird. Fakt Nummer 3. Die angedockten Holzboote der Hogwarts-Schule werden mit Ketten an die Decke des Bootshauses gehängt, wodurch sie deutlich weniger Platz verbrauchen. Fakt Nummer 4. In Harry Potter Teil 7.1 stirbt Severus Snape im Bootshaus durch Voldemorts Schlange Nagini. In den Büchern findet diese ganze Szenerie jedoch in der heulenden Hütte statt. Weiter geht es mit Fakt Nummer 5. Im Bootshaus hing bis 1995 ein Porträt von Percival Pratt, einem berühmten Zaubererdichter. Hinter diesem Gemälde führte ein Geheimgang ins große Marmortreppenhaus, dessen Passwort Dumm war. Fakt Nummer 6. Das Bootshaus von Hogwarts war einmal Schauplatz eines Brandes, in den der Hufflepuff-Schüler und Drittklässler Eustavie Fawley verwickelt war. Matilda Grimmelhawk und ihr Partner und der magische Rundfunkreporter Jeremiah Garnett untersuchten den Fall. Jeremiah ging davon aus, dass ein Drache schuld am Feuer war, obwohl in Wirklichkeit eine Feuerkrabbe schuld hatte. Fakt Nummer 7. Nachdem das Porträt von Pratt und damit auch der Geheimgang dahinter verschwand, gab es nur noch 3 Zugänge zum Bootshaus. Den Schwarzen See als solches, die Treppe neben dem Eingangsinnenhof und ein Gang außerhalb des gepflasterten Innenhofs. Fakt Nummer 8. Viele von Argus Filchs alten Ketten, die er einst gegen die Schüler einsetzen durfte, hängen inzwischen im Bootshaus von Hogwarts. Fakt Nummer 9. Im Dezember 1996 wurde das Bootshaus dafür genutzt, die Slugclub-Weihnachtsfeier mit einem großen Feuerwerk einzuläuten, welches vom Bootshaus aus gezündet wurde. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 10. Das Bootshaus von Hogwarts wurde innerhalb der Videospiele immer von vielen Möwen umkreist. Sonderbar, wenn man bedenkt, dass sich diese meist nur in der Nähe von Stränden aufhalten und obendrein eigentlich eher Eulen zu vermuten wären. Ja, das waren meine 10 Fakten über das Bootshaus von Hogwarts. In der Hoffnung, dass euch dieses Faktenvideo gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und vielleicht ein Abo auf meinem Logo an der Seite freuen. Weitere Faktenvideos zu Wizarding World findet ihr unten über die Playlist und in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wundervollen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!